So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe, um genau zu sein, ja, na gut, so eine halbe Woche. So viel länger ist das jetzt nun auch nicht. Egal, wir kümmern uns jetzt hier um die Schakale, weil wir an die erste Kiste aus diesem neuen Gebietsabschnitt wollen. Wir sind nämlich jetzt in Versuchsfeld C und schnetzeln uns dadurch Schakale mal wieder. Ach ja, ich war ja bei dem tollen Philharmonie-Konzert, also Symphonie Odyssey, und es war so toll. Symphonic Odyssey, und es war so toll, es war so toll, es war so toll. Ich habe ihm die Hand gegeben und ich habe Autogramm gekriegt und ich bin stolz wie ein Schnitzel. Ich muss euch das erzählen, also es war echt so krass. Wir sind schon irgendwann um 3 Uhr in Köln gewesen. Sind dann da durch die Gegend gelaufen und haben für meine Mama eine Tasse gesucht, weil meine Mama, die sammelt halt Tassen. Und danach haben wir uns dann so um 5:30 haben wir uns dann da angestellt. Also sind zur Philharmonie gegangen und da standen schon total viele Leute und haben uns dann halt mit angestellt und die standen halt nur für die Autogrammkarte. Da stand ich von 5:30 bis 7, ohne mich großartig zu bewegen. Nur in dieser Reihe. Immer nur vom linken Bein zum rechten Bein und oh Gott, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das in die Beine ging. Und wir standen wirklich 1,5 Stunden nur auf ein und demselben Fleck. Oh, schlimm. So richtig, richtig schlimm. Und naja, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich so richtig, richtig gelohnt. Ha, ist ja schön. Wir waren dann nämlich noch die, die als erstes halt ein Autogramm gekriegt haben. Also unter anderem nicht als erstes. Also ich gehört auf jeden Fall zu den bestimmt ersten 30, die ein Autogramm gekriegt haben. Oh, sagen wir mal 40. Und es war toll. Ich habe mich so gefreut. Und er ist so lieb. Und und die Stücke, die sie gespielt haben, also ich muss sagen, durchweg alle haben sie mir jetzt nicht gefallen. Aber so ab der Pause, die zweite Hälfte, die war super. Besonders das Lost Odyssey-Stück. Das war so mein Hauptgrund, warum ich dahin wollte. Ich liebe ja einfach diesen Lost Odyssey Soundtrack, der war ja einfach nur super. Und auf Last Story habe ich mich auch total gefreut und es war toll. Es war so toll. Auch wenn der Moderator eine absolute Flachpfeife war. Irgendwie vor 2 Jahren hat es Daniel Hartwig moderiert, aber da war ich leider nicht mit dabei. Das habe ich nicht gesehen, wobei ich den ja total toll finde, den Daniel Hartwig. Wobei irgendwie passt der auch nicht so ganz da rein. Wobei der wahrscheinlich eher da reinpasst als dieser Depp, den wir da jetzt hatten. Gott, ich bin total raus. Ich weiß gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben und ob wir jetzt schon vollkommen ausgebaut sind. Ich weiß nur, dass ich in den letzten Videos ziemlich verpeilt war, aber das lag einfach nur daran, dass ich hundsmüde war. Ich habe keinen vernünftigen Satz mehr rausgekriegt, habe mich ständig irgendwie verhaspelt. Also es tut mir total leid, dass das nicht so toll war. Ich war halt irgendwie total verwirrt. Was hat er denn? Warum ist er denn so forsch? Gott, sind wir jetzt wieder in dem Jahr? Wir sind jetzt wieder hier in dem Gebiet. Was passiert denn jetzt hier? Hatten wir das nicht schon? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Nee, hatten wir noch nicht. Could I use one of those? Bit too heavy for you. Okay. Oh. Tag 12, Küstenstadt Bodrum. You became a lessee, so now you're gonna marry this idiot? And you think I'm gonna buy that? Full points for originality. But don't forget, if you really are a lessee, it's my job to deal with you. Sis. This is ridiculous. Worst birthday ever. Wait, Sarah! Why won't you believe her? You kidding me? She gets made a lessee and you pop the question? Lightning, stop it! No, you stop it!
Get out of my house. You're shutting her out. She's your sister. Fine. I'll do it. I'll protect her. How practical. We interrupt this program to bring you an urgent Sanctum bulletin. Late last night, officials confirmed the presence of a pulse Falci inside the city of Bodom. Acting with Falci Eden's approval, authorities declared a state of emergency. The entire district will be quarantined in response to this crisis. This is a Sanctum bulletin. Late last night, officials confirmed the presence of a pulse Falci inside the city of Bodom. Sarah, I should have listened to you. Ja, die Lightning macht sich deswegen total fertig. Ich finde, das ist auch eine total schlimme Cutscene. Weiß ich nicht. Also mich hat die das erstmal total geschockt. Oh Gott, sind das viele Gegner. Ach egal, wir kümmern uns erst um die Schneckchen. Also, die ist echt krass. Also, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, weiß ich nicht, also, ich hatte wirklich Gänsehaut. Weil man hat diesen Schock in Lightnings Augen so total krass sehen konnte. Oh. Naja. Viecher nerven. Aber egal, wir haben die so gut wie platt. Vielleicht muss ich mal heilen. Das sieht zumindest so aus. Einmal kurz nur. So. So, und jetzt geht's weiter. Ach so. Übrigens, ich bekomme immer mehr Anfragen bezüglich, ja, kannst du mir mal helfen bei dem und dem Bosskampf und so. Also, das ist alles kein Problem, das könnt ihr mir ruhig schreiben, nur seid halt nicht böse, wenn ich nicht sofort antworte. Und seid mir auch nicht böse, wenn ich nicht auf Nachrichten antworte, die in den Kommentaren schon beantwortet worden sind, weil das ist auch nicht unbedingt selten bisher vorgekommen. Egal, ich muss mal ganz kurz gucken, weil irgendwo sollte hier eigentlich eine Kiste sein. Also eigentlich sollte die genau hier sein. Deshalb bin ich gerade etwas verwirrt. Oder sehe ich die von hier aus woanders schweben? Ach, die schwebt da vorne. Seht ihr sie? Gut, dann müssen wir dahin. Alles ist in Ordnung, Hope. Mach die nicht in die Hose. Die Lightning regelt da schon. Ja, schwebt hier halt so ein Viech. Das macht... Oh, das sieht anders aus. Das ist rot. Das ist nicht... Gut, dann machen wir mal Analyse. So. So. Halbiert Blitz und Schwäche ist Feuer. Das ist doch schön. Gut, dann machen wir mal. Gib alles. Dumm, die dumm, die dumm. Genau, und du haust ihm das schon mit Feuer da die Hucke voll. Das ist total hässlich. Und ich frage mich allen Ernstes, wofür braucht man sowas zu Forschungszwecken? Das ist ja sowas von abgrundtief. Und auch generell, dieser ganze Wald, der sieht eher, naja, künstlich aus und nicht wirklich... No problem. Natürlich, wenn ihr meint, was ich, also wenn ihr wisst, was ich meine, die ganzen Blumen und so, was heißt Blumen? Naja, diese Blätter, die sind ja alle total, ach, was soll's. Öffnen. Was haben wir hier? Oh, eine Waffe für die Lightning. Da wollen wir mal ausrüsten. Mal gucken, was das Ding so kann. Das macht die Magie hoch.
Aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Weil die Lightning benutzt ja eigentlich keine Magie, ne? Also nicht wirklich. Nee, lassen wir sein und laufen einfach weiter. Die Lightning ist ja unser Brecher. Such ich jetzt Magier, geht die nicht. Gut, jetzt sind wir ungefähr da. Ja, das ist noch einiges, bis wir beim Boss sind. Eigentlich könnte ich auch versuchen, durch die Kämpfe durchzulaufen, weil wir brauchen ja eh keine Erfahrungspunkte an sich. Aber ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich die Viecher liegen lasse. Oder ich mache das halt so, dass ich die Kämpfe rausschneide. Aber das ist hoch, wenn ich jetzt so eine Frage stelle, weil ich, naja, schon mindestens 10 Parts weiter bin, als ich hochgeladen habe. Ich glaube, momentan nebenbei lädt, oh Gott, lass mich nicht lügen, Part 36 hoch und ich habe bis 45 auf der Platte und müsste jetzt ungefähr bei 47 oder 48 sein. Ich habe das, ich würde mal eher sagen, 47 müsste ich sein. Das würde ungefähr Sinn ergeben. Haben wir was Neues über den rausgefunden? Ja. Oh. Reptilienschweif oder Schweif gibt er her. Was ein schönes Ding. 5 Sterne Kampfbilanz, das ist doch erfreulich. Und wir bekommen Dreckschmiere. Ist natürlich fast genau das, was ich erwartet habe. Kampf? Karte? Nicht Kampf. Da. Ja, da wollen wir hin.